Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Es geht mal wieder um den vermissten Fall Arian. Wie sieht es aus in dem Fall? Bezüglich der Suche, also der Ermittlung der Polizei, gibt es keine neuen Erkenntnisse, wo Arian sich aufhalten könnte. Also im Prinzip gibt es da keine neuen Informationen. Ihr habt ja bestimmt auch auf das Video geklickt wegen des Thumbnails bzw. wegen des Titels dieses Videos. Dazu komme ich jetzt gleich aber mal, denn es ist dort in der Tat wohl einiges passiert. So um den Fall drumherum. Ich habe dann heute Morgen noch zwei Artikel gefunden mit dem Wortlaut: Bekannte berichtet von Familienritual am verhängnisvollen Abend. Ja, die Artikel sind vom 3.5., sprich von gestern. Diese Information hatte ich aber bereits im April in einem meiner Videos verarbeitet. Und ich kann es gerne nochmal kurz wiederholen. Es war dann so: Demnach habe Arian gern auf der Treppe der Familie gesessen. Und die Treppe sei sogar einer von Arians Lieblingsplätzen. Am Abend würden Arian, dessen Bruder und die Eltern der beiden gern gemeinsam fernsehen. Das wäre sozusagen ein Familienritual. Arian sei dabei immer voller Energie und springe und hüpfe vor dem Fernseher herum. Allerdings machte er auch immer wieder Pausen auf der Treppe. Und Arian sitzt dort oft eine Weile für sich, bevor er wieder ins Wohnzimmer zurückkehrt. Und wie die Bekannte der Familie weiter berichtet, sehen Arians Eltern während dieser Zeit regelmäßig nach ihrem Kind. Und auch an diesem Abend seines Verschwindens habe Arian auf der Treppe eine Pause gemacht. Als dann sein Vater nach ihm gesehen habe, sei die Haustür bereits aufgestanden. Die Haustür der Familie ist sehr modern und nahezu geräuschlos zu öffnen, so die Bekannte in dem Facebook-Beitrag weiter. Bereits vor Tagen wurde bekannt, dass der kleine Arian erst kurz zuvor gelernt hatte, Zimmertüren eigenständig zu öffnen. Und umgehend hatten die Eltern den Notruf gewählt und die beispiellose Suche nach dem Sechsjährigen begangen. Also bei der Bekannten dürfte es sich wahrscheinlich um Doro VW handeln, die regelmäßig zu dem Fall postet und das wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auch im Auftrag der Familie, also beziehungsweise den Eltern von Arian macht. Zu ihr kommen wir nachher auch nochmal, oder zum, besser gesagt, zum letzten Posting. Und leider spielt sich bei der Suche nach Arian mittlerweile ein wahrer Zirkus ab. Die Hannoversche Allgemeine schrieb: Polizei sieht private Suchaktion nach Arian rund um Bremervörde kritisch. Bei der Polizei in Rothenburg stoßen derartige Aufrufe und Initiativen nicht zum ersten Mal auf deutliche Kritik. Bereits in der Frühphase der Suche hatte Polizeisprecher Heiner van der Werp gegenüber kreiszeitung.de betont, derartige private Initiativen seien nicht zielführend. Ein aktueller Vorschlag eines Künstlers, er könne mit seinem Klavier nach Bremervörde fahren und dort im Wald lautstark Klaviermusik spielen, erzeugt im Internet zwar vor allem Zustimmung. Mahnende Stimmen legen dem Künstler allerdings nahe, erst einmal die Zustimmung der Polizei einzuholen. Also absolut Bombenidee, mit so einem mobilen Klavier dort in den Wald zu fahren, dort laut zu spielen. Und ja, wie wir wissen, ist Arian Autist und die reagieren auf Geräusche, auf Lautstärke natürlich komplett anders. Also wenn der dort im Wald spielt oder spielen würde, ich will ihn jetzt nicht als Musiker kritisieren, würde Arian wegrennen. Das ist doch vollkommen klar. Gut, damit würde er ihn vielleicht aufscheuchen, aber das bringt nun ehrlich gesagt nun auch gar nichts. Also wie befürchtet und ich im vorigen Video bereits gesagt hatte, gibt es natürlich wieder die Unterhaltungssuchenden, also Suchen Entertainment in Elm Bremervörde. Dazu werden natürlich wieder jede Menge TikTok-Videos gedreht, kennen wir ja bereits aus dem vermissten Fall von Rebecca Reusch. Und dort wird, wenn ich jetzt so sagen darf, schon teilweise ein etwas skurriler Inhalt verbreitet. Dort heißt es zum Beispiel in dem Video oder in einem Video: Arian lebt noch, ein Mann hat Arian lebend gesehen. In einem weiteren TikTok-Produkt heißt es: Die Stelle, wo Klavierspieler Arian gesichtet hat, ist wirklich abgesperrt worden. Es gibt wieder Hoffnung. Also, Arian wurde angeblich 10 Kilometer von seinem Zuhause gesehen, auf einem Campingplatz von dem Klavierspieler.
Und solche Videos generieren dann innerhalb von 24 Stunden 1 Million Klicks und mehr. Also so etwas verbreitet sich dann rasend. Dann kommen wir erstmal zu diesem Klavierspieler. Wer ist das? Das ist Davide Martello, auch bekannt als Klavierkunst. Er wurde am 1. November 1981 in Lörrach im Südwesten Baden-Württembergs geboren. Er ist ein deutscher Pianist italienischer Abstammung. Er wuchs in Tuningen zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb auf. Und er ist bekannt dafür, durch Konfliktgebiete zu reisen, um auf seinem kleinen Flügel zu spielen, den er mit einem Anhänger hinter seinem Fahrrad herzieht. Martello wurde vom Europäischen Parlament für seinen herausragenden Beitrag zur europäischen Zusammenarbeit und der Förderung gemeinsamer Werte ausgezeichnet. Laut seiner Webseite ist es sein Ziel, in jeder Hauptstadt der Welt zu spielen. Im Juni 2020 spielte er zum Beispiel in Minneapolis in Minnesota während der Proteste nach der Ermordung von George Floyd. Im März 2022 spielte er mit Flüchtlingen vor der russischen Invasion an der ukrainisch-polnischen Grenze. Ich habe euch mal die Webseite oder beziehungsweise die Seite von Wikipedia hinterlegt, die ist allerdings in Englisch. Das mag ja alles schön und gut sein, dass er dort spielt und dort Menschen unterstützt und ihnen Mut gibt zum Beispiel. Allerdings differieren seine bisherigen Auftrittsorte und der Vermisstenfall von Arian um einiges. Denn selbst wenn man sich die Geschichte von der Ermordung von George Floyd ansieht, ist es so, dass ja praktisch die Tat ist geschehen und ja, das Ganze ist dann auch vor Gericht gelandet. Also man konnte vor Ort nichts mehr anrichten, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und hier im Vermisstenfall von Arian ist es aber so, dass man dort noch einiges anrichten kann. Ich habe hier auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Auftritt dann eher seiner Popularität dienen soll. Auch wenn es einige anders sehen, aber wenn ein Klavierspieler einen autistischen Jungen mit Musik locken will, kann das nichts damit zu tun haben, den Jungen wirklich finden zu wollen. Denn dies ist komplett gegen das, was man jetzt tun sollte. Hätte er in Bremervörde ein Konzert gegeben, um damit Geld zu sammeln, um etwas zu unterstützen, zu dem ich gleich noch komme, wunderbare Idee, wäre ich sofort mit dabei gewesen. Tja, und dann hat er, wie die TikTok-Videos dann dementsprechend darstellen, plötzlich Arian gesehen. Was in der ganzen Zeit niemandem gelungen ist, nicht den gesamten Helfern, nicht der Polizei, also niemandem, das passierte dann dem Klavierspieler, der dort im Wald Klavier spielen möchte. Und naja, für mich hört sich das schon ein bisschen merkwürdig an. Zu dieser angeblichen Sichtung gibt es mittlerweile auch einen Artikel im Südkurier. Dort heißt es, seit fast 2 Wochen vermisst und nun erstmals gesichtet, der frühere Konstanzer Musiker Davide Martello behauptet auf seinem Instagram-Kanal, den 6-jährigen Arian aus Bremervörde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gesehen zu haben. Er war es zu 100%, so der Pianist auf der Plattform. Allerdings sei der Junge weggelaufen, bevor er ihn erreichen konnte. Martello behauptet nun auf Instagram, den vermissten Jungen auf einem Rastplatz zwischen Bremervörde und Bevern gesehen zu haben. Und zwar in guter Verfassung. Er sah jetzt nicht irgendwie fertig aus, sondern wohlauf und ziemlich schnell wie eine leise Bergziege, schrieb der 42-Jährige. Der gebürtige Lörracher, der lange in Konstanz lebte, war laut seinem Instagram-Post am 1. Mai nach Bremervörde aufgebrochen, um mit Zustimmung von Arians Eltern und den Behörden in der Umgebung Klavier zu spielen. Auf Facebook teilte er mit, dass autistische Kinder schon öfter sehr interessiert auf seine Straßenmusik reagiert haben. Doch schon in der Nacht auf Donnerstag soll der vermisste Junge, scheinbar auf der Suche nach etwas Essbarem, in der Nähe des Dachzeltes gekommen sein, also in der Nähe des Dachzeltes, in dem Martello dann übernachtet hat. Und dieses Dachzelt hat er auf seinem Autoanhänger, so wie es die Zeitung schreibt. Er schreibt weiter, es war kein Klavier nötig, um ihm zu begegnen, denn er kam zu mir, während ich schlief. Und mir ist es egal, ob ihr daran glaubt oder nicht. Ich weiß, dass er lebt, so Martello.
Der Junge soll ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose getragen haben. Allerdings sei er weggerannt, sobald Martello sein Dachzelt verlassen wollte. In welche Richtung der Junge gerannt ist, habe er nicht genau gesehen, wie der Musiker in seinem Instagram-Video erklärte. Und seine Beobachtung habe er an die Polizei übermittelt. Dort heißt es weiter, von dem Hinweis haben wir Kenntnis, bestätigt Polizeisprecher Heiner van der Werp von der Polizeidirektion Rothenburg auf Nachfrage des Südkuriers. Er habe Martellos Beiträge selbst in den sozialen Netzwerken gesehen und den Hinweis an die zuständigen Beamten weitergeleitet. Derzeit habe sich der Hinweis noch nicht bestätigt. Wie realistisch das ist, kann ich derzeit noch kaum einschätzen, so der Polizeisprecher. Wie die Ermittler dazu vorgehen werden, könnte er ebenfalls nicht sagen. Und auf Südkurier-Nachfrage gibt Martello dann nochmal an, dass er den Jungen wie auf seinem Instagram-Kanal geschildert gesehen habe und dass weiter vor Ort bleiben möchte, um Ausschau zu halten. Ich fühle mich verpflichtet, hier zu bleiben, sagt er. Es wird jetzt natürlich Leute geben, die mich bashen, weil ich diese Sichtung absolut nicht für real halte. Ja, vielleicht hat er dort einen Jungen gesehen. Aber man muss nur einmal die einzelnen Punkte zusammenzählen. Wie entwickelt sich sowas weiter? Ganz einfach. Die TikToker schnappen es auf, fahren dann unter anderem zu dem Parkplatz, verbreiten diese Geschichte und so wird der vermissten Fall von Arian mehr und mehr zum Entertainment. Da die Polizei verpflichtet ist, jedem Hinweis nachzugehen, muss sie auch hier ermitteln. Und dies bindet unter Umständen Kapazitäten, die für andere Ermittlungen, Nachfragen oder Recherchen notwendig werden. Und auch andere Mitglieder aus der Community haben in den Kommentaren bereits über dieses Entertainment um den vermissten Fall von Arian berichtet. So schrieb The Mine 1986 unter anderem in die Kommentare: Heute Nacht hat der Klavierspieler Stunden gespielt und etliche Leute sind mit ihren Taschenlampen über die Felder gerannt. Also es ist alles so gekommen, wie man sich das gedacht hat. Kommen wir noch zu ein paar weiteren Infos, diesmal von Doro VW. Von ihr hatte ich ja schon mehrfach zitiert. Und dort heißt es auf der Facebook-Seite, da wir Arian leider noch nicht gefunden haben und wir noch nicht bereit sind, die Suche nach Arian aufzugeben, haben wir eine Bitte an euch. Wir suchen Profis, die uns in der Suche nach Arian unterstützen wollen. Die Suche nach Arian, insbesondere in unserer Region, erfordert weitreichende Fachkenntnisse und viel Erfahrung im Umgang mit unwegsamem Gelände. Wir bieten euch dafür ein detailliertes Briefing über die bereits bestehenden Erkenntnisse in der Suche nach Arian an, damit wir gemeinsam weiter nach ihm suchen können. Wenn ihr eine professionelle Suchorganisation kennt oder selbst in einer solchen tätig seid, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns kontaktiert. Die Übernahme der Kosten kann leider nicht durch uns erfolgen und das möchte ich euch unbedingt vorab mitteilen. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet und bitten euch, uns zu kontaktieren. Unter die E-Mail-Adresse habe ich dementsprechend einmal in der Beschreibung verlinkt. Aber bitte nur ernst gemeinte E-Mails. Das heißt, wenn ihr in einer solchen professionellen Suchorganisation seid oder Kontakt zu dieser habt oder diese kennt, dann eine E-Mail schreiben. Bitte keine Rückfragen zu dem Fall von Aria. Ja, und das wäre ja nun die ideale Verbindung für den Klavierspieler gewesen. Er hätte, wie ich ja bereits vorgesagt habe, ein Benefizkonzert geben können, um damit Geld zu sammeln, um solch eine Suche zu finanzieren. Dann heißt es weiter, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, bin ich, Doro, persönlich sehr erschöpft. Ich schlafe seitdem Arian vermisst wurde im Schnitt 3 Stunden pro Nacht, habe schon 4 Kilo abgenommen und mein Schlafanzug ist meine neue Ausgehgarderobe geworden. Die nächste Phase, die nun ansteht, kann ich nicht mehr alleine bewältigen und ich kann sie selbstverständlich auch nicht auf den Schultern von Arians Eltern verteilen. Wenn ihr gute und erfahrene Manager seid oder Menschen, die selbst autistisch sind und dementsprechend schnell größere Datenmengen sichten und katalogisieren könnt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet unter, auch die E-Mail-Adresse habe ich dann einmal hinterlegt. Und dann geht es nochmal um die Medien. Beziehungsweise Anfragen und eben auch um solche Personen wie mich. Dort schreibt sie,
Von Anbeginn der Suche habe ich nach Reichweite für jedes Update bei zahlreichen Medien angefragt, damit möglichst jede Person in Deutschland Arians Gesicht sehen kann und weiß, wie das T-Shirt aussieht, das er aktuell trägt. Jeder Mensch, der Arian wiedererkennt, könnte die Person sein, die ihn zurückbringt. Und dann geht es einmal insbesondere um die Bild-Zeitung. Da die Bild-Zeitung eine enorm hohe Reichweite hat, habe ich Updates hier bei Facebook mit der Bild-Zeitung geteilt, in der Hoffnung, dass sie uns mit ihrer Reichweite positiv unterstützen. Jede Nachricht, die ich an die Bild-Zeitung geschrieben habe, wurde gelesen, aber nicht beantwortet oder kommentiert. Um der Bild-Zeitung zu zeigen, dass auch ich sie unterstütze und schöne Beiträge von ihnen teile, habe ich sogar einen Post der Bild-Zeitung geteilt. Übrigens der einzige Bericht aus den Medien, den ich bislang hier geteilt habe. Nachdem meine Freunde mich darauf hingewiesen haben, dass die Bild-Zeitung Teile meiner Updates ungefragt zitiert, habe ich in einem Update nochmal alle Medienvertreter darauf aufmerksam gemacht, dass ich es völlig in Ordnung finde, meine Zitate zu nutzen, solange sie in einen nicht spekulativen, positiven Kontext gebracht werden. Da ausnahmslos alle Medienvertreter und Creator aus zahlreichen Kanälen, Fernsehen, Druck und digitale Medien, TikTok und hier auf Facebook, mir die Frage nach einem Interview von Arians Familie gestellt haben und ich die Nachrichten immer noch nicht alle beantworten konnte, habe ich in diesem Post auch darauf aufmerksam gemacht, dass Arians Eltern nicht in der Verfassung sind, Interviews zu führen oder Videos zu erstellen. Alle Journalisten, Creator, denen ich antworten konnte und selbst diejenigen, die diese Information nicht von mir persönlich, sondern aus dem Post erhalten haben, haben dieses klare Nein zu einem Interview voller Verständnis für die Situation der Familie respektiert. Die einzige Redaktion, die trotz dieses öffentlichen Nein an der Tür der Familie stand und von der Polizei weggeschickt wurde, war die Redaktion der Bild-Zeitung. Ich persönlich lese keine Bild-Zeitung und habe mich auch nie zuvor in der deutschen Medienlandschaft bewegen müssen. Daher habe ich mich wirklich sehr über dieses Verhalten erschrocken. Ein Journalist einer anderen Zeitung, mit dem ich gesprochen habe, sagte mir aber, dass dies ein völlig normales Verhalten der Bild-Zeitung in Deutschland sei. Daher möchte ich ausschließlich die Bild-Zeitung öffentlich darauf hinweisen, dass sie meine Zitate nicht mehr nutzen darf, aus bestehenden Artikeln entfernen soll, meine Updates nicht zitieren darf und ich möchte euch auch bitten, keine Artikel der Bild-Zeitung zu der Suche nach Arian auf euren Kanälen zu teilen. So, das war jetzt mal das Ganze drumherum, was dort jetzt passiert. Also im Prinzip hat man das Gefühl, dass die Suche nach Arian an sich selber ein bisschen in den Hintergrund gerät und jetzt halt Medien und so weiter und so fort sich einfach mehr in den Vordergrund spielen wollen. Ja, auch ich generiere viele Klicks über Videos über Arian. Das ist richtig. Allerdings werdet ihr festgestellt haben, dass ich ein bisschen anders berichte als zum Beispiel auf TikTok oder vielleicht auch der eine oder andere auf YouTube. Denn wenn es zum Beispiel wirklich nichts Neues gibt, dann mache ich auch kein Video dazu. So wie ihr es, glaube ich, in den letzten 2 Tagen festgestellt habt. Es gab nichts Neues in dem Fall. Und deswegen gab es am 2. und am 3. Mai auch kein Video dazu. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!